Hallo und herzlich willkommen, Ringrocker hier. In diesem Teil meiner Legends Arceus-Reihe starte ich in das Postgame, nachdem ich im letzten Teil die Main-Story abgeschlossen habe. Falls euch das Video gefällt, ihr mehr sehen wollt oder ihr mich unterstützen wollt, lasst doch gerne ein Abo da. Los geht's! Dein Arceus-Phone scheint auf irgendwas zu reagieren und damit sind wir wohl im Postgame. Begegne allen Pokémon? Das ist meine Ansage. Begegne allen Pokémon. Das scheint also die neue Quest zu sein, das Gegenstück, und wir haben schon drei Haken abgeschlossen und wie wir gerade gesehen haben, gab es hier im Postgame jetzt den Pokédex-Eintrag von Droding Dialga natürlich. Es dauert sehr lange hier runter zu scrollen, muss ich schon sagen, aber gleich haben wir, zack, Dialga, Exemplare gefangen, Unos. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und damit sind wir dann jetzt, wie gesagt, im Postgame. Ich schaue nochmal schnell hier in die... Upsi, das wollte ich nicht. Schnell in die Quests rein. Nach den Feierlichkeiten. Oh, die Feier haben wir jetzt verpasst. Na gut, falls ihr die Feier nicht... beziehungsweise wir haben die Feier ja gesehen im letzten Video. Nach dem Abspann, ganz am Ende, kam noch mal ein wunderschönes Bild. Falls ihr es verpasst habt, schaut aber auf jeden Fall vorbei. Sah echt nice aus. Ansonsten geht's dann jetzt wohl los ins Postgame und wir schauen mal rein, was mich so hier erwartet. Und Nebenmissionen gibt es sehr wahrscheinlich auch sehr, 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 sehr viele, die jetzt so anstehen. Mal schauen, ob jetzt hier auch eine coole Cutscene kommt. Ich gehe fest davon aus, solange es auch gerade geladen hat. Yep, die Lumia. Guten Morgen, Ringrocker. Was geht ab? Der Riss im Raumzeitgefüge ist verschwunden. Oh, wir vom Forschungszug können uns also wieder voll und ganz auf unserer Mission widmen, der Vollständigkeit des Pokédex. Damit haben wir erstmal alle Hände voll zu tun. Das stimmt, da fehlt noch einiges. Es soll jetzt im Büro des Forschungstrupps besprochen werden, wie wir weiter vorgehen. Wir sehen uns dort. Okay. Dann Happy Life würde ich mal sagen. Wir haben wahrscheinlich ganz viele Nebenquests. Wobei da oben ist eine. Und ja gut, dann gehen wir jetzt auch mal ganz schnell da rein. Und gucken uns mal schnell noch von unserer Hauptquest an, was es hier so gibt. Begegne allen Pokémon, haben wir ja gehört. Und wir sehen hier auf jeden Fall auch schon Nebenquests einige. Und da steht ein einsames Lucario, auch nicht schlecht. Aber wir schauen erstmal hier bei der Hauptquest nach, was es so gibt. Hattest du auf dem Fest Spaß? Ja, anscheinend habe ich aber so viel gezecht, dass ich alles vergessen habe, was eigentlich passiert ist. Ich habe nur dieses eine Bild im Kopf. Verstehe. Es war ja auch so viel los. Ich glaube, ich habe sie noch nie so ausgelassen gesehen. Beim Fest, Kommandant Celestis. Das haben sie sich nur eingebildet, Professor. Wie dem auch sei, ihr Bericht zum Pokédex, bitte. Der jetzige Stand bezüglich der Verfälschung des Pokédex kann sich durchaus sehen lassen. Allerdings glaube ich, dass wir noch mehr Pokédex-Aufgaben erledigen sollten. Zudem scheint es eine Hisui-Region Pokémon zu geben, von deren Existenz nur in Legenden berichtet wurde. Ob wir diesen Erzählungen wohl wirklich nachgehen sollten? Definitiv. Wir wissen noch zu wenig über die Geschichte und die Legenden der Hisui-Region. Hallo, hallo, ich habe zufällig gehört, was ihr gerade gesagt habt. Wenn es um die Geschichten und Legenden der Hisui-Region geht, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Okay, der gute Volo ist der tatsächlich mal hilfreich. Ich habe öfter mal blau gemacht und ich meine natürlich, wenn es die harte Arbeit bei der Ginkgo erlaubt, habe ich die Ruinen der Hisui-Region aufgesucht. Da bin ich überzeugt, dass ich euch einiges über legendäre Pokémon beibringen könnte. Oho, das klingt vielversprechend. Dafür wären wir Ihnen wirklich äußerst dankbar. Ringrocker, diese Aufgabe geht an dich. Hör dir an, was der Händler zu berichten hat und kooperiere mit ihm, falls nötig. Aber nur, wenn nötig. Wir werden dabei versuchen, auf andere Weise Informationen über Pokémon zusammenzutragen. Wunderbar. Wie wäre es, wenn wir uns in der Anhöhenbasis treffen? Okay, dann machen wir das so. Der Mythenjäger... Ich hätte da nämlich auch noch eine Bitte an dich. Bis später. Okay, und wir haben hier auch jede Menge Quests, die ich jetzt mal kurz alle schnell durchklicke. Und wenn was Interessantes bei ist, sehen wir es natürlich. Ansonsten geht es erstmal zur Anhöhenbasis. So, und eine interessante Sache gibt es hier auf jeden Fall noch, wenn wir mit dem Professor reden. Ah, Ringrocker, hältst du etwas dagegen, die Pokémon, die mir hier im Büro bei meiner Arbeit geholfen haben, auf deine Forschungsexpedition mitzunehmen? Genau, wir bekommen nämlich jetzt die anderen beiden Starter, die noch fehlen.
Bautz und Otaro. Ja, das mache ich doch gerne. Great, ich werde bei deiner Forschung bestimmt viel Spaß zusammen haben. Ihr, nicht ich, sorry. Otaro erhalten. Sehr nice. Und Bautz sollten wir jetzt auch bekommen. Und Bautz. Sehr, sehr cool. Also wie gesagt, wenn ihr die Hauptstory durchgespielt habt, bekommt ihr hier vom Professor Otaro und Bautz. Und diese kann man dann in diesen Raumzeitverzerrungen auch fangen, sobald man sie hier einmal abgeholt hat. Und jetzt geht es weiter zur Anhöhenbasis. So, hier angekommen gibt es hier, upsidupsi, ganz unten auch gerade ein Aufkommen, massiver Auflauf von Sichlor. Auflauf. Deswegen reicht da mal jetzt noch schnell hin und danach geht's dann hier zur Anhöhenbasis. Wir schauen, was Dude Volo uns so zu erzählen hat. So, der Auflauf war jetzt nicht so spannend, außer dass sich Otaro und Bautz schon entwickelt haben. Sehr, sehr nice. Und jetzt gehen wir mal zum guten Volo und gucken an, was er uns zu erzählen hat. Ah, und hier haben wir diese Tafel mit den legendären Pokémon. Hey, Ringrocker. Sieh dir das mal an, und zwar ganz genau. Ja, diese Muster sehen aus, als seien sie Pokémon nachempfunden. Ich vermute, dass es sich um Schriftzeichen handelt, quasi um Hieroglyphen. Nachdem ich verschiedene Ruinen untersucht habe, bin ich zur Schlussfolgerung gekommen, dass sie alle die folgende Geschichte erzählen. Ein tapferer Jüngling macht sich Seite an Seite mit Pokémon auf, um die Fragmente einer allumfassenden Gottheit aufzuspüren. Das tust du da rauslesen? Okay, alles klaro. Fragmente, whatever. Genau, ich spreche von der allumfassenden Gottheit, dem Schöpfer des Universums. Sein Name lautet Arceus. Wir alle kennen es. Na, der Name Arceus ist dir sicher schon einmal untergekommen, habe ich recht? Kommt mir bekannt vor. Natürlich, du bist schließlich der Held, der Hisui vor dem Untergang bewahrt hat. Und was die Fragmente betrifft, dabei muss es sich um die Tafeln handeln. Du weißt schon, Tafeln wie jene, die du von den Königen und Königinnen erhalten hast. Auf der Rückseite jeder Tafel sind Schriftzeichen eingraviert. Lies am besten selbst, was dort steht. Du liest den Text, der auf der Rückseite einer Tafel eingraviert steht. In völliger Einsamkeit tat es seine Atemzüge, da war das Universum noch nicht geboren. Das Wesen, von dem hier gesprochen wird, ist Arceus höchstpersönlich. Macht Sinn. Ringrocker, lass uns alle Tafeln sammeln. Was sagst du dazu? Ich habe auch schon eine Idee, wo wir anfangen können. Dafür müssen wir uns tief in den Strapazenhain begeben. Okay, dann machen wir das mal, würde ich mal sagen. Tief in den Strapazenhain. Wo möchte er denn hin? Oh, nach ganz da oben. Dann reise ich da mal schnell hin, hole mir aber vorher noch hier schnell die Quest von der guten Yona ab. Hallo, lange nicht gesehen. Ich habe gehört, dass du zahlreiche Heldentaten vollbracht hast, aber mir war schon klar, wie talentiert du bist, als du das Elite-Pokémon Zirpeise vertrieben hast. Bei mir war auch so einiges los. Aus irgendeinem Grund ging Mamfaxo an, kreuz und quer durch ganz Hisui zu laufen. Mamfaxo! Warte, Mamfaxo, wo soll es denn nun schon wieder hingehen? Gute Frage, es weiß es selber nicht so recht, so wie es ausschaut. Irgendetwas scheint seine Aufmerksamkeit zu erregen und dann verschwindet es einfach. Es wiederzufinden ist ganz schön anstrengend, sage ich dir. Oh, Mampf. Oh, 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 mein Arceus-Phone ringelt. Was gibt es? Oh, Mampfaxo ist total begeistert vom Arceus-Phone, scheint mir so. Nanu, was war das denn? Es scheint fast so, als hätte es auf Mampfaxo reagiert. Dein Arceus-Phone reagiert auf Mampfaxo und zeigt dir einen Zielort an. Okay. Dieser Ort auf der Karte, das ist die Hamanusa-Insel. Ja, mir schwant nichts Gutes. Was, wenn Hisui wieder ein Unheil droht? Oh, oh. Ah, vielleicht mache ich mir auch einfach zu viele Gedanken. Würde es dir etwas ausmachen, auf der Hamanusa-Insel nach dem Rechten zu sehen? Ach, das ist doch kein Problem, das mache ich doch selbstverständlich. Scheinbar haben wir hier einen neuen Auftrag. Ein neues Unheil, eine Nebenmission. Okay. Mir scheint, das ist eine neue Questreihe. Die verschieben wir aber erst auf später, denn wir kümmern uns jetzt erstmal um die Hauptquest mit dem guten Volo. Also auf zum Strapazenhain. So, da ich praktischerweise hier durch die Gegend fliegen kann, ging das jetzt richtig flott. Rugizugi. Hallo Volo, ich bin da. Ringrücker, wenn ich meine Nachforschung richtig liege, dann... Was? Ein Elite-Pokémon?
Sei doch so lieb und kümmere dich um dieses Horn Weise, Ringrocker. Ich darf jetzt wieder die Drecksarbeit machen. Und was sind deine Forschungen? Okay, wir sollen hier den Horn Weise besiegen. Bin da sehr gespannt, was für ein Level das hat. 60, uff, Elite und Level 60. Eieieiei. Na gut, machen wir erstmal schöne dunkle Klaue und schauen nach, wie es dann aussieht. Zack. Ah, fast die Hälfte, aber auch ein Volltreffer. Okay. Wahrscheinlich werden wir jetzt zerstört. Aber das ist okay, würde ich mal sagen, weil ich setze jetzt einfach mein Tornupto ein. Und mit einer Feuerattacke, Hitzecaller, sollte das erledigt sein. Darf jetzt wahrscheinlich. Nee, darf nicht nochmal angreifen, aber eine Hitzecaller-Kraft. Ich versuche noch schnell dem Feuer hier auszuweichen. Zack, und dann ist, ja, das Horn Weise besiegt. Sehr, sehr nice. Zack, bumm. Weiter geht's im Text, würde ich sagen. So, Volo, was hast du hier zu erzählen? Was hast du gefunden? Ich erhalte die Steintafel. Oha, haben wir jetzt einfach hier mal super easy noch so eine Tafel gefunden. Hatte diese Vogel und die Steintafel, nach der wir gesucht haben, etwa nur zufällig aufgelesen? Jedenfalls war das die einzige Tafel, über die ich Informationen hatte. Mehr weiß ich nicht. Da sich bis jetzt aber noch nichts ereignet hat, gehe ich davon aus, dass es noch mehr Tafeln geben muss. Ja, wir haben jetzt 11. Doch mir kommt da eine Person in den Sinn, die mit Sicherheit mehr über die Tafeln weiß. Ja, Kogita, Miss Cynthia. Ganz genau, Fräulein Kogita. Du hast dich schließlich noch gar nicht für ihre Hilfe mit der roten Kette bedankt, nicht wahr? Das stimmt tatsächlich. Dann ist das die perfekte Gelegenheit. Also los, lass uns zur alten Siedlung aufbrechen. Dann machen wir das mal. Auf zur alten Siedlung. Uralte Siedlung, auch zur Miss Kogita. Einmal rein hier. Die Musik hier hat auf jeden Fall schon mal ein ganz anderes Flair. Dann sprechen wir mit der Gun. Ja, da sehr kleine, bescheidene Behause, muss man ja schon sagen. Hallo, hallo, da. Du hast wirklich Beachtliches geleistet. Dankeschön. Die rote Kette scheint dir von Nutzen gewesen zu sein. In der Tat. Und du hast deine Aufgabe redlich erfüllt. Redlich, sehr vorzüglich. Doch was führt dich wieder zu mir? Habe ich meine Pflicht etwa noch nicht Genüge getan? Wir sagen mal, die Tafel fällt nicht im Haus in die Tür. Vor 1000, nein, sogar 2000 Jahren verehrten meine Vorfahren die alten Sinuaner Arceus als den Schöpfer der Hisui-Region. Und die Ahnen von Axanthor, Damytie und den anderen, sie sollen je einen Teil von Arceus erhalten haben, die Tafel. Wir hatten uns erhofft, dass sie uns mehr über Arceus und die Tafel verraten können. Eure Hoffnung ist unbegründet. Ich weiß leider auch nicht mehr. Mit der Zeit geriet das Wissen über Chios in Vergessenheit. Wieso sonst hätte der Diamantklan der Perlklan es mit Dialga und Palkia verwechselt? Wenn wir mehr wüssten, könnten wir vielleicht in Erfahrung bringen, warum Ringrocker in diese Welt gefallen kam. Ich verstehe. Dann werde ich euch wohl ein bisschen unter die Arme greifen. Okay, inwiefern? In der Hisui-Region gibt es noch einige andere außergewöhnliche Pokémon. Ob sie mit Arceus zu tun haben, weiß ich nicht. Doch vielleicht könnten sie euch Anhaltspunkte liefern. Okay. Also, worüber soll ich mein Wissen teilen? Die Pokémon der Seen, der Vulkan, die Mondsichel, der Riese des Tempels, der Abbruch. Der Aufbruch. Lesen ist echt schwer. Ja, mit was fangen wir nur an? Gute Frage. Ich finde eigentlich, die Seen hatten wir ja schon so ein bisschen. Vulkan könnte Heatran sein, Mondsichel Cresselia, der Riese des Tempels, Rigigigas, der Aufbruch kann ich ehrlich gesagt gar nicht einordnen. Na, wir fangen einfach von oben nach unten an, würde ich sagen. Oder machen wir die Pokémon der Seen. Weil wir sie schon an, egal, wie auch immer. Diese drei Pokémon kennst du bereits. Du hast ihnen für die rote Kette zu danken. Begib dich zu ihnen und zeig, wie stark du geworden bist. Die Tafel der drei Seen. Okay. Also, worüber soll ich mehr Wissen teilen? Ah, okay, wir können überall, wir holen uns mal alle Quests ab. Der Vulkan findet sich auf der Feuerspeinsel. Wie sollte es auch anders sein? Die Tafel der Feuerspeinsel. Okay. Dann haben wir die Mondsichel. Der Mond. Du musst den Mond grüßen. Verstehst du, was damit gemeint ist? Begib dich jedenfalls zum Kraterberg Hochland. Die Tafel des Mondgroßkampffeldes. Und der Riese des Tempels. Das Geheimnis des Blizzard-Tempels ruht hinter einer verschlossenen Tür. Öffne sie. Okay.
Und dann haben wir noch den Aufbruch, der Aufbruch in eine neue Welt. Wo bist du noch gleich vom Himmel herabgefallen? Die Tafel des Strandes des Aufbruchs. Okay, also worüber soll ich dein Wissen teilen? Ja, nichts. Hast du nun genug gehört? Ich denke schon, eigentlich nicht. Der Rest hängt von deinem eigenen Willen ab. Der Riss im Raumzeitgefüge hat einige Pokémon hervorgelockt, die man für gewöhnlich nicht zu sehen bekommt. Ich wünsche dir viel Erfolg, auch diesem Pokédex zuliebe, an dem du arbeitest. Ja, da fehlt schon einiges, da habe ich auch schon einiges gemacht. Es war eine gute Entscheidung, hierher zu kommen. Wir haben äußerst nützliche Informationen erhalten. Nun denn, lass uns mit der Tafeljagd beginnen. Also, wir sind dann jetzt scheinbar im Postgame auf Tafelsammelaktion. Der gute Volo möchte nochmal mit draußen sprechen. Ringwalker, ich hatte es schon erwartet, aber Pokémon sind tatsächlich das Rätsel der Lösung. Mit Hilfe der Texte, die auf der Rückseite der Tafel eingraviert sind, gelingt es uns möglich herauszufinden, wie man Arceus begegnet. Suche du bitte nach den Pokémon, von denen Fräulein Kogiga erzählt hat. Ich gehe in der Zwischenzeit einer anderen Spur nach, welche auch immer das ist. Du verrätst mir eh nie alles. Arceus, das die Hisui-Region erschaffen haben soll. Ich wage kaum, es mir vorzustellen. Gut, und damit habe ich dann vermutlich die ganzen neuen Hauptmissionen. Ja, tatsächlich. Ein und die nächsten 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 Quests. Würde sagen, die machen wir jetzt mal nacheinander. Und ja, schauen wir mal. Ich finde das ein schöner Punkt. Jetzt haben wir schöne Einleitung ins Postgame quasi. Die Tafelsammlung, um Arceus zu bekommen. Gut, ich habe einige neue Quests bekommen. Es geht also auf Tafelsuche. Ich bin gespannt, wie die Quests mit den Legis alle ablaufen werden. Welche von den Quests hat euch am besten gefallen? Schreibt die Kommentare und lasst gerne ein Like da. Beim nächsten Mal wird es also wieder legendär. Also Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.